Ja, Ich. währenddessen, du hast gerade Vibo und ich weiß nicht genau, der Hut, du hast ihm den Hut wiedergegeben, hat ihn genommen, hat nochmal dich als Frosch bezeichnet, du kennst es auch von Myria, und plötzlich siehst du, wie Eldan Gorbas neben dir steht. Der gehört ja eigentlich auch nicht hin. Oh, Eldan, ein alter Freund. Schön, dass ihr es auch geschafft habt. Wartet, wir kennen uns nicht. Also wirklich, auf einmal kennen wir uns nicht. Seid ihr euch zu fein geworden? Ja. Nein, nur, aber. Kaum habt ihr eure Praios-Robe angelegt, heißt es auf einmal, ihr kennt keine Magier mehr. Ja. Eltern, wo haben wir uns kennengelernt? Der schönsten Stadt der Welt natürlich. Wo habt ihr denn Karino gelassen? Muss man Karino mit ist ihm nicht. sprechen. Nein, Karino ist in Aranfa, wo er hingehört. Man, Nach wohin Al-Anfa habt gehört ihr ihn er? geschickt. Aha. Ihr seid ein eifersüchtiges Biest bei dir. Moment, wenn ihr hier seid, wo ist dann Avelmir? Ja, du siehst, wie sich der Magier umdreht in seiner weißen Robe und mit dem horasischen Schnauzbart, dem Akzent, kommt Abelmir auf dich zu. Bonsoir. Warum seht ihr aus wie... Oh. Was meint ihr dir? Wir sind auf dem Weg nach Perikum. Ich schätze Wie? seine Reaktion ab. Ui. Haltet ihr dies für klug? Nun, ich war eure Entscheidung. Wo haben wir uns kennengelernt? Ach, ja, mon Dieu, wisst ihr das nicht mehr? Doch ich weiß es sehr genau, aber ihr scheint es vergessen zu haben. Die Robe von Abelmir flackert so ein bisschen, was so ein kurzes Stechen, so grauschwarz, grauschwarz-weiß, und plötzlich siehst du, wie Boltax neben dir steht. Oh, bist du ja. Was bist du, bitteschön? Ich bin Boltax. Ich weiß, dir ist das Ganze jetzt ein wenig unangenehm, weil du gerade verzaubert worden bist. Ich weiß, für einen Prajoten. Vibor, Vibor, euer Klabauter ist schon wieder Ach, ausgebüxt! Bullshit, jetzt sei mal ruhig. Also, du wurdest gerade vom Magiergrafen von Edas verzaubert. Um dem entgegenzuwirken, musste ich dich auch verzaubern und in deiner Halluzination, die du hier gerade durchlebst, das ist Eldan Gorbas, der ist mittlerweile ein ausgebrannter Magier. Das hast du, ne? Interessant. Interessant, dass du Abel mir mit diesem hässlichen Schnauzbart halluzinierst, aber das spielt jetzt keine Rolle. Also, du bist nicht wirklich hier und du bist nicht wirklich auf dem Weg nach. Keine Ahnung, wo du hin wolltest. Perikum. Ja, da wirst du im Übrigen gesucht. Ja, ich dachte es auch gerade. Aber er Ja. hat uns aus dem Gefängnis geholt. Ja, dann wollt ihr diesem kleinen Wicht glauben oder mir? Ah. Der da ist genauso wie ich, gar nicht hier. Das findet alles nur in eurem Kopf statt. Ich allerdings bin auf eurer Seite. Die da nicht. Ich will euch hier hinausbringen. Also, Jala, ihr seid Preios Geweihter, Nicht wahr? Nein, er ist Nein, Ritter. ich bin. Da, danke, Myria, ich bin Ritter. Meine erste Nein. Göttin ist Rondra, dahinter folgt Preios. Bist du nicht. Du bist Preios Geweihter, du warst Erwählter von irgendeinem Greifen, wurdest dann aus der Kirche unehrenhaft entlassen. Alles hat sich ereignet. Nun, aber was ganz wichtig ist, Yalan, zeigst du mir mal deine Finger? Finger, hier, ich halte ihm meine rechte Hand hin. Deine Hand flackert. Du siehst, wie sie wahlweise schwarze Äderchen hat, dann wieder Gold gefärbt, dann aus Eisen, dann ist sie ganz weg. Aber Oh, fällt dir etwas auf? Mendina. Aber nein, das ist nicht. Nein, warte. Öffne deine Augen und du wirst es sehen. Öffne deinen Geist und du wirst es verstehen. Du bist hier nur gefangen. Gefangener deiner eigenen selbst. Aber wenn du mit mir kommst, kann ich dich davon befreien. Du siehst Vixera, an dem die auftaucht. Du könntest in deinem Traum alles haben. Gold. Ach, Alles. als Maul, dich habe ich auch schon mal abgestochen. Aber du hast. Dann gib mir meine Hand zurück. Ich mag ihn am Kragen. Ja, Lan, das ist nicht echt. Bleib Hör hier bei auf mir. meine Stimme. Bleib bei Komm mir. mit mir. Folge mir. Ich schüttel Xera noch ein wenig. Tut er was oder beteuert er nur? Nein, er tut nichts. Ach, wusste ich doch. Wertloser Bastard, der du bist. Folge mir. Werfe ich ihn zu Boden und
Du siehst auch, wie Myria jetzt langsam an zu flackert und auch Eldan Gorbas flackert in seiner goldenen Robe. Naja, gut, Klabauter. Eine Gelegenheit hast du. Beuge dich. Versuch nicht, mich reinzulegen. Jalan, wo willst du hin? Beuge dich herab. Ich sehe, was das kleine Mistee will. Keine Sorge. Praios wird über mich wachen. Und knie ich mich zu ihm ab. Plötzlich stehst du wieder in der Zelle. Streiche einmal über deine Augen und und verfalle in Panik, als ich merke, dass ich mich nicht rühren kann. Denn Paradies. Nee, ich habe ihn noch nicht ausgelöst. Also, ich dachte, er hat sich nicht umgehängt und direkt ausgelöst. Okay. Nein. Was zur. Ich habe dich gerade gerettet. Gern geschehen. Tretet ein Stück zurück, Jalan. Oh, Arimir. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr ohne Bart aussieht. Ihr wolltet mich gerade an Deck bringen. Kapitän, lass mich ihn einfach erschießen. Nein. Er hat's nicht verdient. Nein, das will er. Wir können seine Seele retten, also werden wir alles dafür tun. Auch wenn er. Au. Das braucht ihr wohl nicht mehr. Ich zieh wieder das Amulett von seinem Kopf. Warum ist mein Ärmel nass? Lange Geschichte. Dulamin, ihr hattet noch eine Frage an unseren Gefangenen, nicht wahr? Ja. Wenn ihr so überzeugt seid, dass die Miona noch lebt, wo ist die Miona? Das weiß ich nicht. Woher wisst ihr dann? Woher nehmt ihr dann diese Gewissheit, dass sie noch am Leben ist? Briefverkehr. Sie schreibt euch. Korrekt. Was schreibt sie euch? Tja, sie lässt Grüße bestellen, fragt nach dem Tyrillion-Tetraeder. Nach dem Gürtel. Ihr wisst, wovon ich spreche. Gerade ihr wisst es. Der Seemal El-Sulef. Nun, ich denke, dass es verständlich ist, dass sie ihn haben möchte. Aber ihr wisst selbst nicht, wo der Tetraeder ist, richtig? Nein, ich suche nicht nach ihm. Ich bewahre nur das Erbe. Die Sternenwarte von Niobara. Wusstet ihr, dass die heilige Sankt Niobara und Donatian miteinander liiert waren? Das scheint nicht zu passen, oder? Das ist eine Lüge, ist dieser nicht? Fehler. Seht die Lüge in meinen Augen. Nun, wir sollten uns diesen Sternturm noch einmal angucken. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden, aber mir ist etwas eingefallen. Erinnert ihr euch, als wir auf die Miona getroffen sind? Jalan, erinnerst du dich? Rafim, erinnerst du dich? Sie war gerade dabei, irgend so ein Fokusritual durchzuführen. Vermutlich wollte sie einen Dämon rufen. Er war, wie hieß er, der mit den schrecklich vielen Armen? Ihr sollt seinen Namen nicht nennen. Diejenige, die versteinert ward, die von einem Elementar derart niedergebracht worden ist, dass sie nun nicht mehr aufzufinden ist. Ja, die haben wir ja glücklicherweise entsorgt. Aber vielleicht haben wir uns geirrt und es hat sich gar nicht um ein Ritual zur Beschwörung eines Dämons gehandelt. Mir ist etwas eingefallen und das habe ich mit Abelmir draußen schon besprochen. Unter den Druiden gibt es ein Ritual. Es geht offensichtlich, wie Abel mir gesagt hat, auf exische Magie zurück. Also ist es sehr finster. Und es bewirkt im Grunde, dass man seine Seele wandern lässt in ein neues Gefäß. Ich halte das für weit hergeholt. Und zum einen, woher soll die Miona von Zorgan ein solch seltsames druidisches Ritual, wie er es nennt, herbekommen haben? Nun. Zum anderen war sie nie dafür bekannt, eine große Magierin zu sein. Zum dritten hätte dies auch auf Arkos Schar wirken müssen, nicht? Er war der Einzige, der dort ist, und ich bin mir sehr sicher, dass niemand sonst von uns zu einem solchen Zauber hätte Opfer werden können. Nun, und zum Dritten, wie er bemerkt hat, haben wir sie dabei gestört. Sie konnte, was auch immer sie vorhatte, nicht vollenden. Vielleicht ist ja Boltax dem Miona. Ja. Und meine Attraktivität an. Und wie lassiv ich mich sonst immer gebe. Ich muss die Miona sein. Aber mir ist er doch, Schwarzmagier. Helft mir auf die Sprünge. Wenn die Seele eines Paktierers woanders hinwandert, ist er immer noch Paktierer, nicht wahr? Ja. Unter der Annahme, dass... Nur unter der weit herbeigeholten Annahme, dass die Miona von Zorgan von Boltax Besitz ergriffen hat, wäre also Boltax jetzt... Die Miona in Boltax jetzt eine Paktiererin. Das Mal würde sich bei ihm zeigen, ja. Entsprechend würde sie extreme Schmerzen erleiden, sollte sie geweihten Boden betreten.
Das trifft die meisten Faktiere zu mir. Etwa die heiligen Quellen von Ilsur. Nur so. Zum Beispiel. Beispiel. Oder einen der guten 3 Dutzend Tempel, die wir seitdem mit ihm betreten haben. Ja, wie gesagt, dieses Ritual kann nur durchgeführt werden zwischen Personen, die einander sehr vertraut sind. Ja. Und das wären die beiden. Also sie und irgendein Leibdiener. Jetzt seht ihr, wie auch in Jalans Augen ein kleiner, winzig kleiner Zweifel aufkommt. Ja, dieser Wahnsinn, den du eben niedergerungen hast mit Hilfe von Boltax, ist wieder da, aber er ist ganz anders und er ist so viel tiefgreifender, die Erkenntnis, dass hier noch da draußen sein kann. Nun, wisst ihr, Jalan, eure Meinung ist gar nicht die, die mich hier in erster Linie interessiert, sondern danke die unseres auch. Gastes. Was denkt ihr? Was haltet ihr von Boltax Hypothese? Klingt schlüssig, oder? Nun, ich bin mir sicher, wenn ihr der Beste seid, könntet auch ihr einen solchen Zauber durchführen. Wir könnten es drauf ankommen lassen. Nun, und auch die Fesseln ab. Unglücklicherweise seid ihr mit niemandem von uns wirklich vertraut. Ich denke, das wird also schwierig für euch. Schwierig, aber nicht unmöglich. Sagte der Mann, der Rafim für einen tummen Klotz hielt und an seine Magieresistenz anprallte. Ja, aber nur beim ersten Mal. Beim zweiten Mal sicher nicht. Nun, da ihr beliebt, uns zu drohen, muss ich an eurer Aufrichtigkeit zweifeln. Habt ihr wirklich den Willen, eure Seele zu retten? Ja, ein großer Spaß. Wie gesagt, nehmt mir meine Fesseln ab und ich widerrufe auf Deck. Kein Problem. Gut. Wir werden euch ein wenig Bedenkzeit geben und ich werde gegen Abend euch aufsuchen, um euch die letzte Beichte abzunehmen. Wir werden dieses Ritual nicht hier durchführen. Es muss auf geweihtem Boden passieren und nicht auf diesem Schiff. Ich denke auch, niemand zwingt uns, ihm die Chance zu seinen Konditionen zu geben. Ich stimme aber mir ebenfalls zu. Das Schiff brauchen wir noch. Übrigens, Sulamin, es klang nicht nach einer Lüge, also er ist wirklich bereit, zu widerrufen, aber du siehst auch, wie er das Unglück über euch hier beschwören möchte. Das ist also auch in seinem Blick zu erkennen. Ich mache ihn erstmal wieder zu. Also, je nachdem, wie Fesseln ja. Fesseln, Mundnebel und so weiter, alles. Seid ihr mit euren Fragen dann fertig? Weil dann würde ich gerne noch ein paar Sachen mit ihm besprechen, die euch bestimmt langweilen. Ja, alles gut. Rafim, viel Spaß beim Besprechen. Lass dich nicht verzaubern. Oh nein. Immer an die Armbrust denken. Hier, tragt dieses zur Sicherheit. Ich lege immer auf dieses Amulett um den Hals. Es wird euch nichts tun. Vertraut mir. Ich bleib bei dir, Rafim. Mir wird da bestimmt nicht dran langweilig, diese Ratte leiden zu sehen. Ich werde die Tür von außen abschließen. Wenn ich komme, um sie wieder aufzumachen, möchte ich, dass ihr mir die 12. Strophe des Sonnenchorals zitiert, damit ich weiß, dass ihr es seid und er nicht diese seltsame Seelenwanderung gemacht hat. Viel Spaß. Und dann gehe ich. Bin gar voll im Wissen, dass Rafim keine Ahnung hat, was die 12. Strophe des Sonnenchorals ist. Naja, die Tür hält mich aber auch nicht auf. Ja, das weiß ich. Und du aber ihn ein bisschen schwitzen zu lassen, wird super. Und nun, du denkst daran, dass seine Seele für die Götter von Wert ist, ja? Nicht sterben. Das wollte ich hören. Und ich zu Sicherheit, geht hinaus. Ich würde zur Sicherheit gern hier bleiben. Kein Problem. Ihr könnt auch alle bleiben, also das stört mich nicht. Nein, ich habe noch etwas mit Groschow zu trainieren. Oh. Ich wende mich dann draußen an die anderen beiden. Nun, selbstverständlich werden wir ihn das nicht auf Deck durchführen lassen, sondern, so wie es sich gehört, auf einem preisgefälligen Scheiterhaufen. Und würden wir den auf Deck aufbauen, Haswolf würde uns zurecht erwürgen. Selbstverständlich. Ich frage euch beide jetzt zum allerletzten Mal. Müssen wir zurück nach Edas? Ich würde mir gerne diesen Sternturm ansehen. Er hat immer wieder als Erbe davon gesprochen. Und möglicherweise liegt dort etwas. Und der Sternturm ist auch wann anders noch da, ja? Haben wir jemanden, der sich wirklich gut mit Sternkunde auskennt? Ja. Magister Kohlrab? Wären Sie denn geneigt, es uns Ihre Expertise zu leihen? Selbstverständlich bin ich das. Oh, ihr seid noch hier. Natürlich. Abelmir hatte nach mir verlangt. Das war ich, aber ist ja nicht so wichtig. Magister Kohlrab. Ich hatte mich im Hintergrund gehalten.
Genau. Hat außerdem die Verwahrung der Ringe übernommen, die wir sichergestellt haben. Korrekt. Sehr schön. Nun, wenn uns die entsprechende Expertise zur Verfügung steht, könnte die Erkundung des Sternenturms tatsächlich noch einmal zu Ergebnissen führen. Und nun ja, wir könnten den Versuch unternehmen, das Gemälde zu zerstören. Aber ich denke, wir müssen hier Kosten-Nutzen abwägen. Wenn wir zurück wollen, bedenkt, dass wir uns vermutlich zu diesem Sternenturm durchkämpfen müssen. Nicht zwangsläufig. Wir sind jetzt wie viele Tage weg? 3. Ja, und wir müssen sicherlich noch einmal 3 dorthin. Das wären 6 Tage, eine Woche. Ich denke, die Sklavenhalter, die dort vor Ort sind, haben nicht unbedingt dann noch die Lust, eine Konfrontation mit uns zu suchen. Insbesondere, wenn wir sie unbehelligt lassen. Nun, die Sklavenhalter halten die Sklaven. Ja. Und als solches stellen die Sklaven ihre Einkommensgrundlage dar. Und als solches könnten sie, da wir das letzte Mal, als wir im Ort waren, eine größere, dank der Verschiebung der örtlichen Machtverhältnisse bedingt haben, auf die Idee kommen, dass wir vielleicht nicht unbedingt die besten Gäste sind. Ihr sagt mir eh das, ja? Ja. Dann werde ich eine Traumreise dort antreten, mir die Matrix vor Ort einprägen. Und ich kann uns sowohl mit einem Limbus dorthin bringen, als auch wieder zurück. Das ist möglich. Ist wunderbar. Dann klingt das ja hervorragend. Es ist schön zu sehen, dass ihr eure Talente nicht verloren habt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ihr wisst sie einfach nicht zu gebrauchen. Aber werde ich natürlich wieder dankend verzichten müssen. Aber ich bin mir sicher, Voltax wird dankbar sein. Nach einem solchen Zauberritual keine Kraft mehr haben, um zu kämpfen. Sei es gegen irgendwelche Sklavenjäger oder gegen die Bevölkerung, die ihr vor Ort aufgeschreckt habt. Macht euch da keine Sorgen. Ich denke nicht, dass sich jemand gegen Rafim wenden wird. Außer vielleicht. Ich werde die Reise nun erst einmal auf der Geistebene antreten. Ich möchte nicht gestört werden. Eine Sache noch. Wir sind einem Dämon dort begegnet. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit eurer Geistreise interferiert. Danke für die Warnung. Dann werde ich einen Guardiano mitnehmen. Hab Dank, Magistran. Sie verbeugt sich, angedeutet, aber sie geht. Ja, mein Ziel ist es, überzeugend zu mirakeln und die dann zu verhören. Ja, Mirakel gerne. Und dann kannst du ein, was ist das, ein Verhör, ne? Hast du auch die Spezialisierung? Ja, natürlich. Überzeugen ist für alle Götter Mirakel Plus. Okay. Wie viele Punkte gibt das immer noch? Ich habe keine Ahnung. RKP-Stern halbe plus 5. Genau. 8 plus 5 sind 13. Natürlich. 15 halbe sind 16, halbiert sind 6, also sind 8 plus 5. Das sind echte RP-Sterne, die überbehalten werden können. So verhöre ich ihn mit einer 32, und zwar möchte ich rausfinden, ob dein Ort befestigt ist, wie ich da am besten rumlaufe, falls wir da nämlich nochmal eindringen müssen, und warum er unbedingt diesen Turm bewacht. Also weil ich habe halt das Gefühl, er bewacht diesen Turm. Hat es ihm scheißegal. Ja, ich meine, er hat uns so viel gesagt, oder? Dass er diesen Turm bewacht. Genau. Ja, aber warum tut er das? Ja, das ist ein Orbitarium der Niobara, was so in seiner Art und Weise einzigartig ist und zahlreiche Sternengeheimnisse an der Stelle bewahrt, die auch das Vorhersagen der Zeit möglich machen. Unter anderem ist auch Altair an einer ähnlichen Stelle gebaut. Das ist zwar mit dem untergegangenen Orakel nicht mehr in der Lage, Satinavs Geheimnisse zu bewahren, aber durchaus könnte man in dieser Sternwarte einige Geheimnisse herausfinden. Ja, welche genau, das kommt halt darauf an, wer die Sterne befragt. Und er sagt auch, dass es im Inneren der Sternwarte einen Wächter gibt. Und zwar neben dem Quetzlinger, der ihm selbst dient, noch einen Buschruf, einen viergehörnten Zerquetscher der Leiber, der dem Stern, der Sternwarte dient. Hat der Kontrolle über diesen? Oder kann er die Sternwarte selber gar nicht betreten? Doch, er kann das betreten. Allerdings andere wohl nicht. Und die Kontrolle überliegt nicht ihm, sondern Donatian. Ah, okay. Und seine Funktion ist halt im Prinzip eigentlich nur da rumzusitzen und auf diese Siedlung aufzupassen. Genau.
Ah, okay. Kann ich aus meiner Verhörenprobe irgendwelche Erleichterungen nachher für unseren Angriff daraus ziehen? Ich würde dir auf alle Fälle dann den Bodenplan von der Sternwarte geben und ich würde sogar die Wachen dann entfernen. Also die Sklavenfänger werden dann, die Quetzlinger läuft dann noch rum, aber sie werden ihm nicht mehr dienen. Das heißt, die Sklavenfänger werde ich entfernen und dann habt ihr nur noch den Quetzlinger und den Buschruf. Wunderbar. Mit so einem Buschruf sind wir schon mal fertig geworden. Ja, ich erinnere mich aber auch daran, dass Rafim da mal Schicksalspunkte verbrannen musste und hat permanentes Leben verloren. Aber nicht an den Buschruf, sondern an den Buschruf. Ja, aber er hat verloren, trotzdem. Und diesmal werde ich keinen Lanzenritt auf das Vieh reiten können. Ich meine, ich komme gar nicht mit, ihr müsst es selber machen, oder? Ja, ich habe aber schon die Idee, wie wir da trotzdem sinnvoll vorgehen. Genau, also es ist eine Sternwarte, die sich dann in der Nähe von Edas befindet und er bewacht sie. Das okay. Orbitarium. Erbaut wurde es von einem Erzdschinn, also Niobara selbst hat es von einem Erzdschinn erbauen lassen und Donatian hat das Ganze dann mit einem Buschruf später dann versehen.